Und wieder einmal recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar soll es jetzt weitergehen oder überhaupt losgehen, so richtig, mit meinem Schrankwendel. Das ist, glaube ich, ein Bild von unserem letzten Video als Abschluss nochmal, dass wir wissen, worum es geht. Und ich hätte ja gesagt, dass ich an dieser Stelle jetzt diesen Schrankwendel, natürlich ein Gleiswendel, hier anbringen will, wenn der Bau des ganzen Wendels interessieren sollte. Der muss, glaube ich, auf das zweite oder dritte Video. Ich schaue mal nach, vielleicht verlinke ich es auch gleich noch in der Videobeschreibung unten mit drin, wie ich das damals hier auf den Schrank angepasst habe. Hier sieht man ja vorne die glatten Kanten, die abgesägten Kanten, dass das in dieses Schrankfach hier reinpasst. Ja, jetzt hatte ich mir oben erstmal die Stelle markiert, wo das Gleis rauskommt. Wir sehen jetzt oben auch wieder das Zweifachspeed, das heißt, für die, die es nicht wissen, das Video läuft gerade in zweifacher Geschwindigkeit ab und viel schneller wird es heute, glaube ich, gar nicht gehen, weil ich habe ja schon bis siebenfach gehabt in solchen kleinen Späße, aber ich glaube, viel schneller sind wir halt gar nicht. Das Zweifach wird, glaube ich, das Maximum sein. Ja, hier sind wir jetzt an meiner kleinen Arbeitsbank, die ich mir hier in meinem Zimmer eingerichtet habe. Ich habe noch eine Werkstatt, wo ich dann mal alles säge und alles zurechtbaue. Das ist hier so eine kleine Arbeitsplattform rechts von meinem Schreibtisch, wo ich das Ganze vor Ort jetzt hier alles ein bisschen bauen kann. Deswegen sehen wir da oben auch so ein bisschen Papierkram rumliegen, ist egal. Wie gesagt, ich habe hier auf meinem Arbeitsplatz mir rechts davon so 1,50 Meter ungefähr Platz gemacht. Jetzt wird auch gerade leiser, das habe ich nämlich gerade darüber geguckt. Da steht nämlich der Wendel wieder drauf, weil ich noch was gemacht habe. Und habe jetzt hier mit zwei verschiedenen Gleisradien gearbeitet und versucht, das Optimum hier irgendwo rauszuholen. Ich hatte erst gedacht, ich komme mit einem Radius oder Radiustyp hier durch, habe aber rumspielen müssen mit beiden, also mit dem Außen- und mit dem Innengleis, wenn man doppelspurig verlegen würde, so dass ich hier das Optimum rausholen kann, also dass der Radius des Gleises groß genug wird, dass die Bahn da sauber hochfahren kann, aber wiederum klein genug ist, um gerade hier vorne an diesen Stellen, wo die Klammer hier dran war, nicht anzuecken am Schrank. Das soll ja auch nicht sein. Ja, hier habe ich es nochmal geschrieben. Die Übergänge müssen so glatt wie nur irgend möglich sein. Schließlich fährt der Zug ja hier bergauf. Respektive bergab. Aber es geht eigentlich um das Bergauf. Bergab geht ja immer leichter als umgedreht. Und deswegen musste ich mir hier, oder habe ich, ich versuche es ja eigentlich immer, mir extra Mühe gegeben, das Ganze so glatt wie irgend möglich hinzubekommen. Ich hatte ja mal jetzt vor ein paar Sekunden das Bild eingeblendet, wo eben dieser Stoß da war. Dieser Wendel besteht ja aus drei Ebenen und eine Ebene ist ein Kreis sozusagen. Der ist dann aufgetrennt worden und dann sind es halt drei Kreise im Grunde genommen, die so angebaut wurden, dass die dann halt entsprechend einen Wendel bilden. Aber das ist ja, glaube ich, überall so. Und nur mal so. Und deswegen haben wir da diesen leichten, ich glaube, das war ein Millimeter oder ein halber, ich weiß gar nicht mehr, den ich überwinden musste. Und deswegen steht der Wendel nämlich wieder hier neben mir und ich gucke schon wieder nach rechts, weil ich da noch ein bisschen was untergefüttert habe an manchen Stellen, dass das wirklich so smart wie möglich da irgendwo rüber geht. Ja, hier habe ich wie immer eigentlich die Gleise verklebt. Und wenn wir jetzt hier die kleinen Reste an den Gleisen sehen, dann sehen wir, dass die Gleise alle schon mal benutzt waren. Und deswegen werde ich die zum Schluss nachher richtig, richtig schuppen mit meinen Gleisradierern hier. Und ich gucke schon wieder nach rechts. Sorry, wenn ich ein bisschen leiser werde dadurch immer. Die unkonventionellen Hilfsmittel. Ich glaube, jeder Hobbybauer oder Hobbybastler von irgendwas, der greift immer zu irgendwelchen Mitteln. Ob das eine Messerspitze ist, die da irgendwo ein Gleisenstückchen hochdrückt, wie wir jetzt hier im vorderen Messer sehen, oder das hintere verwendet worden ist, um das Ganze besser andrücken zu können. Das kennt, glaube ich, jeder. Und von der Seite her ist das wahrscheinlich nur unkonventionell für die Leute, die sowas nicht bauen, die sich sowas mal anschauen und sagen, mein Gott, was machen die denn da? Aber egal. Wie gesagt, hier verklebe ich jetzt nochmal die Gleise. Ich habe mir jetzt einen anderen Sekundenkleber geholt, einen, der so ein kleine, so wie so eine Nadel oben im Deckel hat, dass das Loch immer wieder durchgepiekt wird. Ich hatte nämlich das Problem gehabt, dass mir permanent die Kleberdüsen oben
verklebt sind. Ja, das nervt halt. Deswegen habe ich mal anderen Kleber gekauft. Das ist jetzt übrigens auch welcher wieder unkonventionell hier übrigens, ne, mit dieser Metallschelle hier. Aber es hat halt nicht bis hingereicht vernünftig, deswegen das Ding da drauf. Wir haben eben auch gesehen, dass da wie so ein kleiner Spalt zwischen den beiden Gleisen war. Obacht! Das ist ein wahnsinniger Zoom, der hier drin ist. Ich zoome jedes Mal voll rein. Wer Spur Z kennt, weiß, dass wir hier mit einem extrem kleinen Gleis zu tun haben. Wenn ich also reinzoome und man sieht irgendwo was, wie hier eine Lötstelle, und man sagt, oh, der hat aber unsauber gelötet. Ja, mach's besser. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sicherlich gibt es einige, die können das deutlich besser als ich, aber auch jede Menge, die es vielleicht nicht besser kann, ist mir aber auch völlig wurscht. Ich löte es so, wie ich es kann und wie ich es mache, funktioniert's. Mir ist halt wichtig, dass das Lötzinn ordentlich in die Verbindungslaschen reinläuft, dass eben die Gleise wirklich 100% verbunden werden dadurch. Ich riskiere es einfach nicht, dass mir in diesem Gleiswendel, den ich ja Schrankwendel nenne, weil er im Schrank eingebaut wird, ich permanent den Schrank aufmachen muss und da irgendwelche Züge anzuschubsen. Das wird wahrscheinlich so auch noch oft genug passieren. Deswegen versuche ich erstmal jede Fehlerquelle, die man irgendwie hat, hier rauszunehmen. Ja, jetzt sehen wir wieder den Zoom. Jetzt könnte man wieder sagen, Müll, wie sieht denn das aus? Nee, wie gesagt, es ist ein unglaublicher Zoom mit drin. Selbst diese 014er Litze, die ich jetzt hier vorne habe, die sieht so unglaublich groß aus wie eine 1,5er. Ja, wer sie kennt, die ist klein, die ist richtig schmal, ja, und deswegen wirkt das hier immer alles so riesig irgendwo. Jetzt löte ich die unter jedem zweiten Stoß ein. Hierbei ein gesonderter Dank an den Yogi, der weiß schon, wen ich meine. Das ist eine Sache, die hatte ich ohnehin zwar so geplant, aber an dieser Stelle möchte ich dir nochmal danken. Du hast es ja auch geschrieben, warum ich das nicht immer gleich, wenn ich die Gleise verlöte, die Stromanschlüsse ranmache, mache ich natürlich auf der Platte selber nicht. Das möchte ich von unten dort haben. Ich möchte es einfach nicht sehen. Mir reicht das so schon, wenn ich überall Lötstellen habe oder wie auch immer. Die müssen damit gealtert werden. Aber für diesen Wendel ist das natürlich ein super Tipp. Und man, ja, ist mir wurscht, wenn ich den Schrank aufmache und sehe da drin die Kabel an den Gleisen angelötet. Hier, der Wendel sieht nachher so aus wie ein Weihnachtsbaum und von der Seite ist mir das alles relativ egal. Es erfüllt seinen Zweck, die Gleise kommt, die Anschlüsse kommen von außen, so dass wir eben mit den Waggons, den ich ja gerade Camper versuche aufzuschienen, nicht berühren. Wichtig ist ja oben und innen, dass das schön sauber ist und von außen halt nicht ganz so dramatisch. Deswegen kommen die natürlich von außen angelötet ran. Hier sehen wir jetzt natürlich die mehrfachen Anschlüsse überall, wie gesagt, am jeden zweiten Stoß, so dass ich jedes Gleis, jeden Gleisabschnitt mit Strom versorgen kann, sozusagen. Also, hier sollte es kein Gleis geben, was keinen eigenen Stromanschluss dran hat. Hat den Vorteil, wenn ich später mal was umbauen möchte, wenn ich hier vielleicht eine Gleisbelegung rein mitbringe, eine Gleisbelegmeldung reinbringen möchte, habe ich die Möglichkeit. Ne? Ich kann dann also immer unterbrechen und kann irgendwas noch einfügen. Das ist der weitere Vorteil. Gemacht habe ich das Ganze hier mit den Wago-Klemmen, die wir sehen. Das sind die, die so mit diesem Schnappmechanismus, die also sich dazu schnappen lassen. Und ich kann also jederzeit hier noch was reinklemmen, rausklemmen, umklemmen, wie ich gerne möchte. Von der Seite finde ich die Lösung mit diesen Wago-Klemmen am besten. Kostet sicherlich ein Eurochen mehr, als wenn man das vielleicht mit Lüsterklemmen lösen würde. Gefällt mir aber nicht die Lösung und deswegen die Wago-Klemmen. Ja, hier radiere ich meine Gleise und ich muss zugeben, hier habe ich mehr oder weniger ein Demonstrationsradieren gemacht. Das ist nicht, wie ich wirklich vorgegangen bin. Ich habe das nachher mal richtig gemacht. Ich bin also wirklich, ich habe mir den Wendel hier hingestellt. Ich bin da zentimeterweise, kann man fast sagen, rundherum gegangen, habe alles fein säuberlich abradiert, so dass das wirklich alles sauber ist, dass ja nicht irgendwo noch ein Tropfen Sekundenkleber vielleicht sich verirrt hat oder irgendwelche Lötreste auf den Gleisen rumschwören. Ich bin ehrlich, hatte ich schon gesagt, ich habe echt keine Lust, da noch diesen Schrank sich mal aufzumachen und irgendwelche kleinen Sachen dazu entfernen. Das wird es wahrscheinlich auch noch geben. Da kommen wahrscheinlich auch noch ein paar Teile mit dazu. Aber ich denke mal, das Ergebnis spricht dann für sich. Ein schönes, glattes Gleis muss natürlich in Zukunft gut gepflegt werden. Ich will das ja so einbauen, dass man den Wendel auch mal rausnehmen kann, wenn man das möchte. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber dass man ihn mit
geringem Aufwand aus dem Schrank rausnehmen kann, dass man die Gleise mal pflegen kann, da alles ein bisschen schwierig da drinnen sein wird. Man kommt ja schlecht dazwischen, weil die Abstände zwischen den einzelnen Wendeletagen, die sind ja nachher so gering wie möglich. Ich werde es nachher noch einblenden. Ich komme auf einen Höhenunterschied von 17 cm circa zwischen dem oberen Eingang und dem unteren Eingang. Und entsprechend ist der Abstand zwischen den Wendelbereichen relativ klein, weil die Steigung kann ja nicht unendlich groß sein da drin. Ich denke mal, das ist sowieso alles schon ein bisschen zu heftig, aber ich kann auf diesem kleinen Bereich halt nicht mehr machen. Da bräuchte man wahrscheinlich einen Meter im Durchmesser oder irgend sowas, aber ich denke mal, das passt schon so. Ja, hier baue ich jetzt die Beleuchtung. Ich möchte also den Wendel von im Schrank beleuchten, wenn ich mal ein Problemchen habe, dass ich da rein kann. Das ist ein relativ angenehmes Licht hier. Das will ich auch verwenden für die Waggonbeleuchtung oder für die Hausbeleuchtung. Das sind also drei LEDs, die man immer wieder weiterschalten kann. Und die geben ein angenehmes, ja, weiß-gelbes Licht. Wir werden es gleich nochmal sehen hier im Video. Und das ist also kein, wie man so schön sagt, Flashlight. Wenn man das Licht anmacht, dass da alles hell und weiß ist. Nein, das ist ein angenehmes. Hier sehen wir es schön. Das Flackernlicht an der Aufnahme, dass das eben trotzdem ein angenehmes Licht ist. Man macht den Schrank auf, sieht seine Züge da drinnen oder auch nicht, wenn sie runtergefallen sind. Hier sehen wir es von unten. Ne? Ich habe das dann unten alles verklebt. Ich habe die Lampen zuerst mit diesen selbstklebend reingeklebt, habe aber dann mich entschieden, immer noch mal einen Tropfen Sekundenkleber drunter zu machen und das dann ordentlich festzukleben, weil ein paar haben sich verabschiedet und runtergekommen. Hier haben wir jetzt den zweiten Eingang, den hatte ich gesägt, dazu habe ich jetzt kein separates Video. Wie ich den oberen gebaut habe, habe ich damals aufgenommen. Kann man einfach mal ein anderes Video sich angucken, ich glaube, das war das fünfte oder so. Und entsprechend, hier sehen wir es nochmal, die 17 cm Höhenunterschied zwischen den Wendel oben der Zufahrt und unten der Zufahrt. Die müssen also überwunden werden. Das habe ich ausgemessen. Das funktioniert gut. Hier sehen wir es von innen. Hier ist der Wendel also im Schrank drinnen. Und so werden die Abstände ganz gut verlaufen. Die Feinjustierung, das muss ich alles noch machen. Das ist hier nicht passiert. Der ist wirklich nur reingeschoben worden und entsprechend dann angepasst worden. Mehr habe ich hier noch nicht gemacht. Ihr seht ja, die Muttern sind auch alle noch locker. Und ich denke mal, das war's. Die Probefahrt kommt auf jeden Fall. Der untere Anschluss muss erst gelegt werden. Und dann entsprechend geht es mit der ganzen Geschichte wieder weiter. Wahrscheinlich dann im 14. Video. Ich danke dir erstmal fürs Zuschauen. Wenn du noch kein Abo dagelassen hast, mach das. Und ich freue mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Dein Aquapinter aka Audi. Mach's schön gut. Tschüss.